Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wieder zur perfekten Kolonie. Mir geht's zunehmend besser, Gott sei Dank. Deswegen will ich da auch gar nicht länger drüber sprechen. Zu tun ist hier reichlich. Und ich sehe gerade noch, hier fehlt eine Leiter. Da fehlen welche, die können wir aber nachholen. Ja, wie gesagt, es gibt reichlich zu tun. Beginnen möchte ich gerade mal hier und ich glaube, alles, was wir machen müssen, machen wir mal auf Prio 8. Außerdem habe ich gesehen, dass ich hier oben über unsere Rakete nicht geschlossen habe. Deswegen ist hier auch ziemlich ja, alles defekt. Was nur defekt sein kann, das müssen wir mal reparieren. Und ebenfalls danke dafür den Hinweis, das habt nicht ich gesehen, sondern ihr. Da fehlt ein Gitterziegel, deswegen ist hier immer wieder auch Regolith durchgefallen und deswegen war auch hier der Fensterziegel defekt. Ja, das mal so die ersten Sachen. Also ich habe reichlich zu machen. Höchstwahrscheinlich wird das Problem sein, dass ich wie immer Sachen vergesse. Aber ja, ich versuche an so viel wie möglich zu denken. So, achso, ja genau. Dann gleich hier das nächste Problem. Leiterkabel habe ich hier aus Blei gebaut. Das ist natürlich auch wieder nicht sehr schlau gewesen. Deswegen korrigieren wir das gerade mal. Ich habe jetzt gar... Ne, da steht gar keine Maschine an der Stelle, ne? Da ist ein automatischer Räumer. Der hat auch einen Stromanschluss mehr. Ganz können auch da manuell einmal graben, wenn das schneller geht. Aber ich vermute fast nicht, selbst hier die 8er Aufträge. Das geht gleich erst los. Kommt immer so ein bisschen schleppend in Schwung, das Ganze. Andersrum gibt es auch so viele Aufträge, dass ich nicht jammern möchte. Genau, hier war auch noch mal so eine Stelle, wo wir frei graben müssen. Achso, was mir auch aufgefallen ist. Die erste Batterie hier, die schon so ein bisschen was länger steht, hat schon fast 50 Grad erreicht. Also dementsprechend auch das Wasser, was hier steht, es kommt sehr langsam, aber es wird, dass es wärmer wird. Und irgendwann haben wir da vielleicht tatsächlich Dampf und können dann sogar mit der Hitze der Batterien Strom erzeugen. Ich wäre begeistert. So, dann haben wir hier noch eine Stelle, die wir korrigieren müssen, weil ursprünglich war es ja mal so, dass das Wasser hier nicht abgelaufen ist. Deswegen hatte ich hier den Gitterziegel reingesetzt, damit die arbeiten und laufen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr und würden gleichzeitig damit auch stoppen, dass das ganze verschmutzte Wasser von da oben so hier unten reinläuft. Ich rede schon wieder sehr viel und sehr lang am Stück. Ja, das hier mit dem Wasser funktioniert auch wunderbar, wird abgepumpt und hat dann eben hier den Effekt, dass wir erstmal das, zeigt es euch mal hier, das Rohöl gestoppt haben. Und wenn wir schon hier sind, können wir eigentlich hier auch direkt den nächsten oder die nächsten Aufträge verteilen, nämlich einen Flüssigkeitsfilter für hier unten. Bauen wir ruhig mal aus Thermium. Dann kann da auch nichts passieren. So. Beere. Einmal da, einmal da. Und dann bauen wir die Leitung fürs Rohöl. Ich denke, legen wir einfach hier durch, oder? Machen wir das so, so. Und so. Wir legen das jeweils und setzen das hoch. Strom. Ah, Mensch. Passt sogar direkt. Den Flüssigkeitsfilter setze ich auch hoch, damit ich den nämlich schon mal auch direkt auf Rohöl einstellen kann. Dann kann ich das auch nie mehr vergessen. Oh, ist der Tag schon wieder rum? Oder der Zyklus? Puh, die Zeit rennt. Gut, wir kommen dahin gleich zurück. Ich glaube, hoffe, denke, dass ich da dran denke.
So, hier ist soweit alles freigelegt. Dann habe ich auch hier noch was vor. Und zwar. Brauchen wir einmal hier. Und hier Rohrbrücken. Dann trennen wir einmal da auf. Wir trennen einmal da auf. Dann kann nämlich die Leitung leerlaufen. Wir zerlegen hier die entsprechenden Zwischenstücke, die wir dann nicht mehr brauchen. Und dann können wir auch hier hochsetzen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir das Rohöl, das wir hier haben, also das kommt hier ja raus mit, was sind das, 326,9 Grad. Das wird ja aber hier schon runtergekühlt und wir erzeugen damit schon Strom. Und pumpen es dann hier ab, aber bei 125 Grad. Das könnten wir vielleicht sogar noch verstellen, dass wir es noch ein bisschen wärmer abpumpen, aber eigentlich, nee, eigentlich können wir es so lassen, das hat sich ja bewährt. Und dieses Rohöl, das dann noch 125 Grad hat, läuft jetzt so nach unten. Das können wir ja hier noch wunderbar durchschicken, um noch das Wasser hier ein bisschen aufzuheizen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich dann, so hoffe ich ja zumindest, in den Bereich kommen, dass es so warm wird, dass wir es nicht mehr aufheizen, sondern abkühlen damit, aber ja, bis dahin vergeht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und ja. Hört mir eigentlich noch irgendjemand zu, nee, ne? Gefühlt rede ich so viel heute wie lange nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich was nachzuholen oder so, ich weiß es nicht. So, Rohöl daran ist hier schon alles. Alles nicht, aber das meiste. So, und dann können wir dieses Rohr da durchlegen und kommen hier wieder runter und dann will ich nach da. Okay, das geht so. Und hier würde ich dann den Weg nach unten gehen, weil da oben kommen wir zum Bauen nicht mehr ran, während es hier problemlos funktioniert. Und dann kommt man ja sogar auch so daran und ja, das, ja, das können wir so machen. Leitung Nummer 2 brauchen wir eigentlich nicht rangehen, weil wir haben hier so, so viel. Die Reserven hier werden ja länger halten für diesen Tank als das Rohl, was hier ist. Von daher reicht das eigentlich, wenn wir an die eine Leitung rangehen. Das hatte ich ursprünglich mal anders geplant gehabt. Ist aber Quatsch. Können wir so machen. Das hier immer noch nie repariert oder ist es schon wieder kaputt? Kann doch eigentlich. Oh doch, da ist auch noch wieder ein bisschen. Ne, das ist da drin. Ach doch, Dampf drin. Ja, okay, dann wird das sicherlich wohl noch mal mehr passieren. Ist hier jetzt das Problem? Ach so, das ist nicht. Moment, wir müssen wahrscheinlich nur mal kurz da aufschneiden. Und schon können wir das wieder verbinden. Jetzt können nämlich beide Leitungen laufen. Zumindest solange hier Rohöl ist. Ein Träumchen. Wieso? Ah. Deswegen. Das ganze, der ganze Dampf in diesem Raum
hat sich jetzt hier in Wasser verwandelt. Aber es ist so nah an der Überhitzungstemperatur, dass wahrscheinlich ein bisschen Dampf schon reicht, gleich um das, was heißt gleich, aber in 26 Zyklen, um das wieder zu Dampf zu machen. Interessant. Dass das so ist. Ich war hier beschäftigt. So, das ist, glaube ich, soweit erledigt. Das läuft auch wieder. Dann können wir das einmal so bauen und so. Arbeiten hier dann mit Radiatorrohren. Gehen dadurch, darum. Und hier wieder zurück. Das die, ja. So und so, dann können wir das Stück hier einfach so zwischen rausnehmen. Und wenn wir dann später diesen Bereich hier, wenn das Wasser hier wärmer ist als 125 Grad, dann machen wir es einfach rückgängig und lassen das Rohöl wieder auf dem anderen Weg laufen. Muss ich nur gerade nochmal überlegen, ob ich das so lasse oder ob ich die Leitung eher hier unten. Ja, ich glaube, wir machen das eher so. Okay, um das jetzt gleich gut hinzukriegen, müssen wir hier die Tür öffnen. Oh, die ist auch kaputt. Tür öffnen. Reicht vielleicht auch das ganze heiße Material hier schon. Das ist ja nicht wenig. Um das. Das probieren wir mal. Oder? Ja. Da hier mal alles das auf Prio 8. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben ja hier eine Möglichkeit, noch mehr Wasser reinlaufen zu lassen. Also das ist ja, selbst wenn das alles verdampft, kein Problem. Aber zumindest direkt tut's das nicht. Was macht die Wassertemperatur? Oh ja, die geht hoch. Da haben wir ein unversehrtes Fossil. Das können wir da auch mal direkt rausnehmen und ist. Da ist. Dahin packen. Okay, das weisen wir alles ab. Ich weiß auch nicht mehr, ich hatte schon noch einige. Achso, ja, genau. Einige Themen mehr auf dem Plan. Eins fällt mir gerade wieder ein. Und zwar hatte ich hier unten luftdurchlässige Ziegel gebaut. Möchte das jetzt aber ein wenig ändern, nämlich drumherum soll es die jetzt nicht mehr geben. Wir bauen da nochmal eine Leiter hin und machen das dann so. Das können wir später auch noch dicht machen. So, und hier rein kommt eine Gaspumpe. Einen zerlegen wir mal. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wenn wir da Erdgas abpumpen, das nach dort geht. Jetzt hier rum. Dadurch. Und es wird vorher noch gefiltert. Das heißt, wir brauchen es nicht da unten filtern. Ah, hier war doch auch mal was. Immer, aber
Okay, der läuft in 6,4 Zyklen, fängt er wieder an. Wo ihr ja glaubtet, dass das Ganze nicht reicht. Vielleicht habt ihr dann nicht so ganz Unrecht. Da würde ich aber gerne mal was testen oder überhaupt mal den Gedanken verschwenden. Rohrgas, kein Sonder, Rohrgasdetektor, Rohrgastemperatursensor. Es gibt keinen Sensor, der prüft, wie viel Erdgas in der Leitung drin ist. Das ist schade. Das wäre nämlich jetzt hilfreich für das, was ich... Gut, da muss ich meinen Gedanken verwerfen und mir was anderes überlegen. Schade. Das ist eigentlich ganz schlau, dass erst das Dach gemacht wird. So, wir können jetzt hier weitermachen. Ein Gaselementsensor brauche ich hier. Und wir brauchen ein... Ich finde das selber erschreckend, aber ich muss mir das jedes Mal wieder durchlesen. Nur passieren, wenn der Eingang für länger als das eingestellte... Ja, das ist das, was wir brauchen. So. Sprich, wir haben in diesem Feld Erdgas und wir haben das länger als 3 Sekunden. Dann können wir abpumpen. Nämlich das, was wir bislang da oben gemacht haben. Dumm. Jetzt würde ich allerdings gerne vorerst einen Blick drauf werfen. Was könnte maximal überlastet sein, also bei maximalem Abruf, aber da kommen wir irgendwie nicht hin. Dann zumindest so. Gasleitung von hier. Diese Sauerstoffleitung hier, wenn ich das richtig sehe, macht nichts mehr. Also weg damit. Zumindest mal bis dahin. Da soll die dann verlaufen. Die Geschichte hier. Ja, die reißen wir jetzt mal ab. Die nutzen wir nicht mehr. Achso, hier kommen wir nicht ran, oder? Raus. Okay, den müssen wir jetzt stellen auf
Erdgas. Wenn er jetzt länger als 3 Sekunden lang Erdgas ist, dann pumpen wir ab. Okay, dann können wir jetzt da eigentlich dicht machen. Die Frage ist natürlich, bis zu welchem Druck das funktioniert. Das müssen wir, denke ich, mal ausprobieren. Also ab wann wir da den Druck nicht mehr ablassen können, ne? Das ist... Ja, ich würde trotzdem gerne da eine solche Tür reinsetzen. Und dann müssen wir hier vielleicht überlegen, dass wir vielleicht unten doch die luftdurchlässigen Ziegeln lassen, um CO2 dann von unten rauszudrücken. Hier oben ist jetzt Sauerstoff, ja gut, der wird dann hier gleich mit rausgepumpt und dann oben vom Filter hier rausgelassen. Das ist alles gut, da können wir mit leben. 63%, das haben wir bald. Bauen wir das hier alles noch fertig und gut ist. Schön, schön, schön. Läuft das hier noch? Ne, wir haben wahrscheinlich jetzt... Okay, wir haben jetzt andere Flüssigkeiten wieder hier drin, die nicht ablaufen können. Aber wir haben hier einen ganzen Schwung von dem... Wo Öl schon raus ist, aber immer noch viel drin. Na gut, schlechter ist es davon nicht geworden. So, das noch, das noch, das noch. Träumchen. Rohöl können wir hier entleeren. So, den ganzen Rest können wir hier aufräumen. Damit ja auch nichts mehr drin ist. Also 72%, ich würde mir das ja gleich gerne eben anschauen. Nur trotzdem, wir verlangsamen mal kurz den Blick hierher. So, da ist schon Rohöl, das läuft hier jetzt auch durch. Ja, dann räumen wir hier nochmal alles raus. Dann machen wir die Schotten wieder dicht und dann können wir unsere Rakete starten. Apropos Rakete starten, wir brauchen hier oben wieder mehr Wasserstoff und ich möchte die Zufuhr hierher, auch wenn ich das beim vorletzten Mal oder so erst gemacht habe, wieder stoppen, weil die soll für den Moment erstmal einfach da bleiben, wo sie ist. Also, das war nix. Hier aufschnibbeln und Wasserstoff bitte nach oben. Die Betankung hier. Den flüssigen Sauerstoff können wir schon mal starten. Eigentlich können wir Wasserstoff auch starten. So. Okay, da sind wir. Ölbrunnen ist bei 76%, da müsste also gleich jemand kommen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ziel ist es, das ist glaube ich klar, Erdgas steigt nach oben, wird abgepumpt, CO2 geht nach unten weg. Und wir haben hier ein sehr viel kompakteres Design, was man auch auf jeden Fall noch kompakter hätte bauen können. Aber vorher war eben das Ganze hier der Raum, wo wir Erdgas auffangen. Da ist natürlich die Frage, wann da jetzt jemand kommt, ne? Könnte noch ein bisschen dauern. Minenroboter. Achso. Okay, ja, wir gehen gleich wieder nach unten. Ich weiß, dass ich jetzt
meinen eigenen Plan verworfen habe. So, das muss wieder fertig. So, schnell zurück. Da muss man hin. Ist es immer noch niemand da? Ich stelle das einfach mal kurz auf 9. Das dürfte sicherlich ein klein wenig beschleunigen. Wenn wir hier mal alles aufwischen, wischen wir vielleicht auch das Wasser auf. Ah, jetzt geht's ab. Okay. Schauen wir uns mal das Gasverhalten an. Okay. Okay, das mit der Tür ist schon mal blöd. Weil da ist jetzt einiges rausgegangen. Achso, und das hier sollten wir vielleicht mal auf 2 Sekunden stellen. Ja. Vielleicht sogar auf... Ja, wir lassen es mal erst auf 2 Sekunden. Wenn das dann so demnächst sofort auf 2 Sekunden steht. Also wir könnten auf jeden Fall, was wir machen könnten, die Tür hier noch... Ja, das machen wir auch. Wir versetzen die Tür nochmal um 1 nach unten. Mein Gott. So. Den zurück auf 7. Da ist die Tür. Die Frage ist, reicht uns hier vielleicht sogar 1 Sekunde? Springt es nicht sofort immer um, aber ja, wenn es dann das nächste Mal entleert wird, dann hilft das auf jeden Fall. Okay, so, hier wird schön gewischt, aber hier darf noch, da oben ist auch noch was, ein bisschen mehr gewischt werden. Das bringt eigentlich sowieso nichts. Hier ist so viel Wasser überall. Ist egal. Was wir hier jetzt gepumpt haben, haben wir gepumpt. Oh, hier das mit dem Dampf ist auch erledigt. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ob wir die deaktivieren, aber das können wir gar nicht. Dann lassen wir sie einfach pumpen. Oder? Ach, wo auch immer. Achso, ich weiß, wo es herkommt. Das ist der Dampf, der hier rausgelassen wurde aus dem Hochdruckgasabzug. Kam hier durch die Leitung. Hier wurde Erdgas rausgefiltert. Der Rest hier raus. Flüssig geworden, weil es kühler ist, und schwuppdiwupp, weg ist das. Okay, Betankung ist okay. Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 wurde wieder unterbrochen, weil wir unterhalb vom Füllstand sind.
Überbrücken wir das Ganze mal. Ist hier. Nee, ist noch nicht alles raus. Und wahrscheinlich Sachen, die nochmal wieder fallen gelassen wurden. Und da oben ist noch. Ja, auch das. Muss raus. So. Gut, wie schaut's hier aus? Sehr gut, wir können jetzt die Stromkreise nach hier verlegen. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, wobei... Eigentlich brauchen wir keine 6, weil... Ja doch, wir könnten... Eigentlich brauchen wir diese Rakete hier nicht. Da legen wir jetzt auch. Wir lassen aber die Startbahn mehr oder weniger so, wie sie ist, weil die können wir sicherlich nochmal für andere Antriebsarten gebrauchen. Aber bedeutet dann natürlich auch, wir können das hier fortsetzen, was wir schon mal angefangen haben, nämlich... ein bisschen was zerlegen. Ja, auch die Betankung hier, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Rückwandobjekte hier alle weg. So, jetzt geht es hier weiter. Dann machen wir das lieber hier. Ich möchte die Anzahl der Leitern hier reduzieren. Dafür gehen wir jetzt her und räumen erstmal alles auf, was hier so drauf rumliegt. Dann können wir nämlich die Zugangsmöglichkeiten hier wegnehmen, weil da muss niemand mehr auf dieses Solarmodul oder auf dieses oder auf sonst wie. Einfach die Möglichkeiten in der Wegfindung reduzieren. Ist nämlich nicht besser geworden in letzter Zeit. Okay, das haben wir gleich. Eine 23,9. Wie viel Temperatur hat es jetzt noch, wenn sie rauskommt? Oh ja, 68. Das heißt auf jeden Fall, dass es das macht, was es soll. Radiatorrohr aus Gold. Schmelzpunkt 1000 Grad. Gut, dass ich da noch drüber nachgedacht habe. Wolfram. Dann bauen wir nämlich das nochmal schnell. Gibt auch Leute, die denken sofort an sowas. Ich gehöre leider nicht dazu. So, wir können jetzt endlich. Moment, das müsste eigentlich ja dorthin. Das heißt, hier muss noch eine Leiter mehr weg. Kein Problem. Ich will auch nicht wissen, wie viele Geschichten, die ich eigentlich noch
im Kopf hatte, habe ich euch gezeigt, dass die Batterie hier schon fast ist ein bisschen kühler wieder geworden. Aber dass es da insgesamt ein bisschen wärmer geworden ist, dass sich das schon auswirkt. Ich weiß es nicht. Hier sind wir auch nicht mehr weit vom Vakuum entfernt. Dann haben wir... Wo ist er denn? Hier? Noch einen wunderschönen Dampfschlot. Um den wir uns ja nochmal kümmern können. Ne? Ich sage nur... So wie das hier unten. Eine grandiose Stromquelle, so ein Dampfschlot. Immer total von mir unterschätzt. Wir haben hier insgesamt viel Erdgas, ne? Aber so alles mit Sauerstoff zu fluten, wir kommen der Sache durchaus näher. Das hier sieht imposant aus, ne, mit dem Wasserstoff. So, Radiatorrohr. Umgebaut, jetzt liegt natürlich wieder neues Material rum. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hätte doch so gerne noch die Rakete gestartet jetzt zum Ende des Videos. Was soll denn das? Das hier wird auch nur sehr langsam aufgeräumt. Schauen wir mal, ob ich das so weit noch hinaus zögern kann. So. Dann können wir hier ja noch so hoch. Hier muss ich gerade mal schauen. Der kommt dann dahin. Und ab hier geht es dann wieder abwärts. Ja, da müssen wir hier gar nicht so weit runter gehen. Aber die Stromkreise fangen wir da schon mal mit. Ja, da müsste ich halt echt auf vielen Baustellen gleichzeitig anfangen. Und es sind jetzt schon viele, vielleicht zu viele. Warum kommt denn jetzt niemand und baut das hier fertig? Grrr. Ja. Hier ist noch irgendwas ausgelaufen, was nicht hätte auslaufen sollen. Millionen Kalorien. Reichlich. Haben wir hier vielleicht noch überflüssige? Ne, haben wir nicht. Wird alles gebraucht. Also 1, 2 Stromkreisläufe gehen hier nach unten. Dieser hier und dieser hier. Und 1, 2, 3, 4 müssen nach oben. Vielleicht planen wir die hier schon mal. Weil wenn wir hier irgendwie so unser... Stromkontingent bauen wollen. Hier ist, glaube ich, eine gute Stelle. Wo wir die Leitungen hochführen können. Thank you.
ist auf jeden Fall ein Anfang. Und dann müssten wir eigentlich auch dieses starke Leiterkabel hier weiter rumlegen. Dann können wir nämlich diesen Bereich hier verlegen. Das können wir auch eigentlich schon, schon machen. Weil wir wissen ja schon, wie das nächste verläuft. So müsste eigentlich die Folge sein. So, ist hier alles... ist immer noch nicht hier fertig gebaut. Was soll denn das? Okay, teilweise war das Material schon... Ja, wobei, hier brauchen wir es nicht. Hier habe ich das jetzt gemacht, weil das... Wir können es auch da einfach lassen. Weil das im direkten Strahl der Wasserstoffrakete hier sehr heiß werden konnte. Ich glaube, das könnte es hier auch. Ist egal, wir lassen es jetzt so. Wenn dann die Leitung da schmilzt, dann schmilzt sie. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dicht. Perfekt, wir haben gerade kein Sturm, das heißt, wir können auch direkt starten. Wenn wir hier oben soweit sind, was jetzt der Fall ist. Ziel ist das gleiche. Auf geht's. Langsam, ganz langsam kommen wir der Sache näher. Das hier, Kupfer, huch. Okay. Das ist ein wenig geschmolzen. Ja, ich will gar nicht wissen, was ich jetzt alles wieder... stopp. So. Sondern so. Was ich selber alles wieder vergessen habe, was ich machen wollte. Ich muss mir doch wieder angewöhnen, mit Listen zu arbeiten. Liste im Kopf funktioniert bei mir nicht. Das ist... Zeiten sind leider vorbei. Ich wollte den Bereich hier auch noch abtrennen. Das sehe ich gerade noch wieder. Oh, hier haben wir gleich schon wieder den nächsten Bereich leer gepumpt. Das... Wir brauchen aber danach hier erstmal nicht noch mehr abreißen, weil dadurch, dass wir hier jetzt einen Ölfilter dazwischen gebaut haben, müsste das dann vernünftig ablaufen, weil wir da keine Stockungen mehr haben können. Ja. Gut, okay, interessant, aber naja, wenn das hier nicht länger als eine Sekunde grün ist, dann ist es das nicht. Ja, also danke fürs Zuschauen. Video ist heute ein bisschen länger, chaotisch wie immer. Also ich bin fast wieder so wie früher. Ne? Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.